Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Timberborn. In der letzten Folge, wo ich so ein bisschen in mich gekehrt war, ich mir einfach ständig irgendwie Sachen überlegt habe, hatten wir so unter anderem beschlossen, hier dazu Sorge zu tragen, dass unsere Wasserversorgung besser wird. Da müssen wir immer noch abwarten. Naja, nee, das muss ich jetzt nicht unbedingt. Das ist gar nicht wahr. Ich erzähle Dinge, die nicht stimmen. So, wir müssten, oder ich wollte hier, glaube ich, an der Stelle so ungefähr eine entsprechende Wasserpumpe unterbringen. Das heißt, wir müssten hier ein bisschen intervenieren. Einen Augenblick. So, ja, das wollte ich vielleicht erst machen. Moment, Augenblick. Moment. Da muss ich doch noch malen. Hilfe, Hilfe. Nein. Konzentration. So. Die braucht jede Menge Platz. Das heißt, Moment. Das sind die drei Bäumchen da. Die müssen weg. Beziehungsweise die vier Bäumchen da. Dann brauche ich Weg. Das heißt, ich muss da hoch. Da, wo er da gerade am rumnagen ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung. Da kann ich gar nichts setzen. Hier könnte ich. Jetzt muss ich entweder warten, bis er das da alles weggenagt hat, oder ich reiß den raus. Mach letzteres. Moment. Wo ist er? Ellen, ja, gerne. Eigentlich schon. Das war das Teil, was ich suche. So, das muss weg. Wegetechnisch müsste ich dann hier so lang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das hier muss auch alles weg. Dann müsste er damit fällen und so dran ist, das dauert mir zu lange. So leid es mir tut. So. Aber das mit dem Wasser ist erstmal wichtiger. So, Moment, Augenblick. Weg. Das geht schon mal. Da sind sie immer schön fix dabei, das ist cool. Kriegst du da auch noch weg. So, sehr gut. So, ich hoffe, das war jetzt richtig. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Das muss alles weg. Schwupp. Sofort umgeschaltet. So, okay. Jetzt aber, wie, ich kriege die hier nicht hin. Ah doch, ich wollte schon sagen. So geht das. War ich jetzt mit dem Weg doch irgendwie etwas zu großzügig und habe da an der verkehrten Stelle. Oh Gott, kein Problem, kriegen wir hin. Moment, Augenblick. So, tack, Weg hier. Und Weg da wieder weg. Jupp, so. Und dann wird hier gepflanzt und zwar Kiefern. So, Problem schon gelöst. So sieht's doch ganz gut aus. Sehr schön. Ja, wir haben ein paar Bäume mussten wir jetzt leider opfern. Sorry, aber das musste jetzt sein. Und ja, schauen wir mal. Keine Güter ausgewählt. Ach ja, hier. Da kommt Wasser rein. Da kommt Wasser rein, natürlich. So, das Teil ist Gott sei Dank schon fertig. Die Nacht ist auch schon wieder rein eingebrochen. Wasser ist eifrig wieder dabei. Moment, das heißt, ich muss hier so ein paar Sachen noch machen. Warte. Dann nutze ich aber den normalen
normalen Einstellungen, weil das nie passiert. Ich bin vergessen. Wieso gut? Okay, hier war 1,5, hier auch. Und dann haben ihre Höhen noch, wie ich gerade gesehen habe. War so eigentlich nicht geplant. So, Moment, hier 1,5, da 1,5. Hier auch 1,5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hier jeweils auf 0,5. Dann müsste ich das wieder normal haben. Kann sein, dass das gleich ein bisschen Ärger gibt hier, ne, von wegen Stau und so weiter und so fort. Das Wasser anfängt da entsprechend zu stauen. Aber da müssen wir durch. Das gibt dann kurzfristig eine Überschwemmung unter Umständen, dann ist aber wieder alles in Ordnung. So, hier ist momentan der Wasserstand natürlich etwas niedrig. Aber das gibt sich gleich alles. So. Okay. Jo, Zahnräder. Oh, ich nehme Zahnräder. Lange keine mehr gebraucht. Hier, ja. Ach, jede Menge. Überhaupt kein Thema. So, sehr schön. Das läuft, das läuft. Hier war die Idee mit dem Distrikt. So. Wenn ich hingehen würde, jetzt müssen wir ganz kurz mal hier eine Pause machen, damit ich das in aller Ruhe überlegen kann. Wir haben hier die Möglichkeit, Weizen anzubauen. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das wird so gering. Da würde sich hier eher die Möglichkeit dann anbieten, hier irgendwie was in dieser Richtung zu machen. Das ist von der Fläche her wesentlich besser dafür geeignet. Ein bisschen blöd, dass das Ding jetzt hier auf einem Bereich steht, den man normalerweise hier für so einen Anbau benutzen könnte. Aber das lässt sich nicht immer verhindern. Achso, hier kann ich wieder anschmeißen. Sollte ich da dicht machen? Achso, ja, deswegen ist das ganze Theater. Ja, ich sehe schon. Ja, das ist, wie gesagt, erstmal so eine kurze Übergangsphase. Da sieht es immer ein bisschen kritisch aus. Aber keine Panik, das wird. Hier muss ich nur genügend Wasser angesammelt haben, was auch so langsam der Fall ist. Jetzt fließt es da durch. Hier sind schon die Biber wieder eifrig mit Schwimmen beschäftigt. Wasserräder laufen an und hier staut sich das Wasser auch so weit an und ist schon durchgebrochen jetzt hier, also das Problem hat sich gleich erledigt. Das Gebäude? Achso, jetzt, ja, genau. Das ist auch, wie gesagt, das ist keine Panik. Das ist eine kurzfristige Sache. Da müssen wir eben ganz kurz durch. Wow, das ist schon fertig. Und besetzt. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wie viel habe ich jetzt noch frei durch diese... so schnell kann das passieren. Da vertut man sich manchmal. Ne? Also es sind wahrscheinlich noch ein paar Leutchen an Altersschwäche gestorben. Da unten sieht man es. Ja, drei Leute sind an vier sogar. Also sieht man den einen da noch. Hier habe ich drei Leute gebraucht und jetzt haben wir noch zwei Arbeitslose. Und das mit dem Distrikt ist jetzt erstmal wieder Zukunftsmusik. Wie sieht es hier aus? Ja gut, hier hätte ich 7 Arbeitslose, aber auch da, ne, hätte ich jetzt erstmal noch so ein bisschen so im Hinterkopf so ein paar Leute, ne, in der Hinterhand ganz gerne zu haben. Und oh, okay. Hey? Ich meine, ich wollte schon gerade sagen, ich meine, stimmt doch hier nicht. So, das eine Bäumchen muss da noch. Genau. Weg. Und, ja. Dann eventuell da hinten noch. Was ich... Oh.
Oh ja, jetzt bitte Augen zu. Das wird jetzt für euch fürchterlich, glaube ich. Ich mache hier mal auf 1,5 dicht. Reicht denn das oder muss ich den anderen da auch noch höher ziehen? Womit tut sich da so relativ wenig? Es braucht auch immer so ein bisschen, bis sie das dann anstaut. Guck. Aber ich sehe hier im Augenblick so. Ah, ja doch. Es wird. Ein bisschen zumindest. Das wird jetzt gleich fürchterlich werden. Ich weiß, aber ich kriege das Wasser noch nicht anders hier hin. Wie gesagt, die Sache mit dem Dynamit ist noch Zukunftsmusik. Und solange muss ich hier auf Sachen zurückgreifen. Ich könnte möglicherweise... Moment, wo ist es? Das geht auch noch nicht. So etwas, so eine mechanische Flüssigkeitspumpe, aber die, ihr seht selber, das geht nur so von da nach da. So, ne? Also, hab ich den überhaupt schon freigeschaltet? 5K brauchen wir. Was? Ernsthaft? Ja, also nur um das hier euch nichts zu zeigen. Weiß ich nicht. Würde ich die jetzt nicht ausgeben wollen. Aber ihr auch mal, habt es ja schon gesehen. Das geht nur von der einen Seite irgendwie auf die andere und da fehlt uns jetzt hier da so die Möglichkeit. Theoretisch könnte man das halt hier machen, dann würde der dann das da schon überleiten, aber naja. Naja. So, jetzt müssen wir erstmal mit dieser Überschwemmung hier leben. Und seht es mir bitte nach, dass ich jetzt hier nicht hingehe und jetzt hier den. Obwohl, ich könnte das eigentlich machen, ne? Das ist egal. Ich will das Ganze ein bisschen schneller. Nehmen wir die Nacht mit. Was ist los? Ich wollte schon gerade sagen, wer kommt da nicht? Das läuft nicht so, wie ich das gewohnt bin. Vorführeffekt, natürlich. Er setzt mir hier das Ding nicht so richtig zu. Ah, jetzt. Ah, okay, ich hätte das dann von vornherein etwas höher setzen müssen, da vorne. Aber jetzt wird's. So. Mal für die Leute, die da jetzt, also für die Biber hier natürlich eine Katastrophe, weil hier alles überschwemmt wird. Aber ich muss diesen kleinen See hier wieder etwas auffüllen. Das ist nicht so optimal. Aber im Augenblick nicht anders lösbar. Noch nicht. Es gibt, glaube ich, noch die Möglichkeit, da irgendwie so Erdbewegungen zu machen. Da müsst ihr nochmal schauen. Aber auch da... Ja. Ich guck mal. War doch irgendwie was wie so eine Baggergeschichte. Das sollte schon reichen. So. Dann gehen wir hier. Moment. Das ist der richtige. Der war das, ne? So, machen wir das so. Okay. Dann sollte sich das gleich wieder geben. Ich muss mal schauen. Da bin ich jetzt selber ein bisschen... Wo finde ich das? Energie nicht, Metall auch nicht. Wo war das mit dieser Erdbewegung? Vielleicht doch, nee. Mir macht das auch keinen Sinn. Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Kann auch sein, dass das etwas ist, was weggefallen ist. Moment, auf keinen Fall Wissenschaft. Das ist nur die Geschichte.
Nee. So von wegen Terraforming und so. Aber das gibt es wohl nicht mehr. Ah, Moment, Augenblick, was hier? Der Erdbagger. Schweres Gerät zum Sammeln von Erde. Es verwendet Extrakt, um den Boden aufzuweichen. Ja, den Extrakt haben wir nicht. Also von daher ist das auch schon mal wieder Geschichte. Und ja, nee, das ist nicht das, was wir brauchen. Nee, dann habe ich das falsch in Erinnerung gehabt mit dem Teil. So, der ist jetzt, der See hier ist wieder gefüllt. Das sieht ganz gut aus. Die Überschwemmung ist weg. Ja, alles gut. Alles gut überstanden. Okay, nicht, noch nicht so ganz. Es wird. So, hier wird eifrig gepumpt. Die Fässer sind wieder alle, fast alle randvoll. Hier das neue wird auch gerade gefüllt. Hier sieht es ganz gut aus. Da, ja, da tut sich auch so ein bisschen was. Okay, sehr gut. So, wir hätten... Wir hätten Wasser in einigermaßen reichhaltigen oder ne, also zumindest in ausreichenden Mengen. Gut, den hier. So. Gucken wir doch mal. Ein weiteres Distriktzentrum. Hier, so hat man ungefähr gesagt. Ja. Wie sollte man es, sollen wir es nennen? Fauldorf. Nein. Eisenhausen haben wir schon. Stinkquelle. Namen. Komm, scheiße. Entschuldigung, egal. Ich nenne das einfach mal Fauldorf. Mir fällt nichts anderes ein. Nein. So, das Fauldorf, da haben wir es. Jetzt haben wir es schriftlich. Es gibt ein Fauldorf. Jetzt ist die Frage. Achso. Ich brauche dafür ja eine Treppe, um da hinzukommen. Beziehungsweise sogar zwei Treppen. War das eine gute Idee? Oder war da wieder so ein Schnellschuss von mir? Wenn ich einen Augenblick schau mal, was machbar ist. Hier eine Holztreppe hinsetze. Schau mal, ich gucke mal, ob das hier mit unseren Leuten noch zu machen ist. Hier ist zumindest kein Gemecker. Und hier auch noch nicht. Ja, dann wäre das... Ja, Moment. Augenblick. Dann wäre vielleicht sogar noch zu überlegen, das Teil noch ein Stückchen weiter zu versetzen. Weil hier habe ich eine natürliche Treppe, also hier ist schon eine gegeben. Ich warte erstmal den Bau ab.
Dann schauen wir mal, was sich da so ergeben kann. Ja, erstmal den Bau hier von den Treppen ab. Ob wir da hinkommen. Oder ob die meckern, das ist zu weit weg. Sie wollen zumindest diese eine Treppe da schon mal bauen. Das ist schon mal cool. So, hier haben sich die Zustände mit dem Wasser normalisiert. Ah, oh, er hat alles weg. Das ist cool. Wie sieht es hier aus? Ich meine nicht dich. Ich meine das Teil hier. Da sind noch 4 Rohre. Holz drin, die müssen erstmal weg. Hat er hier noch Kapazitäten? Oha, er hat hier keine Kapazitäten mehr frei. Brauche ich im Augenblick hier Holz für irgendwas? Nein. Doch, er braucht Rohholz. Okay. Es dürfte normalerweise kein Rohholz, genau, wird nicht importiert, das heißt, sie sind auf sich gestellt, komplett. Gut. Gut, das kriegen wir hin. Ich könnte Folgendes machen. Jo. Mach hier mal eine Pause, damit er hier nichts abholzt. Und hier entsprechend das Holz dann entsprechend genutzt wird. Damit ich die. Ja. Damit ich die Holzfällerfahne da leer kriege. Und dann schauen wir mal, ob wir das da vorne dann noch wegbekommen. Jo, das ist so der Plan. Okay. Weitere Aufgaben für die nächsten Folgen, die da kommen werden, auf jeden Fall. Jo, so langsam komme ich auch wieder rein. Ihr merkt es vielleicht, nee, dass ich immer nur hier noch ein bisschen da überlege, hier überlege, und denke so, wie macht man welches am besten? Ich meine, gut, überlegen muss man ja immer bei solchen Spielen. Und man muss auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Das ist normalerweise so. Okay. Vielen, vielen lieben Dank für euer Dabeisein. Vielen lieben Dank für dein Dabeisein. Ich sag dann alles Gute, bis zur nächsten Folge. Und ja, genießt die Zeit.